Youth Positive. Jugendliche machen einander Mut. Also ich habe das Thema Leistung und Erfolge ausgewählt. Warum habe ich es ausgewählt? Weil ich oftmals gemerkt habe, wenn man halt große Aufgaben hat, irgendeine sehr große Schularbeit, letztens hatte ich erstmal eine Matura oder sonstige Projekte im privaten Bereich, hat man meistens einen großen Berg, der einmal vor einem ist. Und dann ist es extrem wichtig, sich da Teilziele zu setzen. Entweder schreibt man sich beispielsweise bei der Matura den ganzen Stoff auf und teilt diesen Stoff irgendwie in Teilziele und macht dann vor allem immer wieder Überprüfungen, ob ich ein Teilziel erfolgreich geschafft habe, ob ich den Stoff richtig gelernt habe, wo ich das ganz stark gemerkt habe, dass ich Teilziele brauche bei der Matura, weil du hast dann, ich habe die Corona-Matura gemacht im Jahr 2020 und habe gemerkt, ja, also jetzt kommt die Matura langsam näher und man hat eben so riesige Bröcke von Stoff, wie man eigentlich davor noch nicht wirklich gelernt hat. Und dann war es für mich unheimlich wichtig, dass ich mir halt eben diesen ganzen Stoff mal aufgeschrieben habe und mir dann Teilziele gesetzt habe, sozusagen, ich habe jetzt einen Jahrgang, den mache ich jetzt in dieser Woche oder in diesen Tagen und dann überprüfe ich mich selbst mit Beispielen und dann merke ich, okay, das habe ich geschafft. Ich glaube, es wäre sonst nicht möglich gewesen, so eine große Menge in dem Alter eben zu lernen, wenn man sich das nicht irgendwie gescheit aufteilt und immer wieder Überprüfungen macht. Weil man kann nicht einfach mal beginnen zu lernen und schauen, wo es hingeht, dann geht das sicher nicht gut aus. Und auch wichtig ist, diese Teilziele nicht zu groß zu feiern, aber trotzdem irgendwie klein zu feiern und mich zu belohnen dafür. Weil es ist natürlich auch wichtig, dass man sich nicht immer nur lernt und nur arbeitet und halt immer nur alles reinsteckt, sondern man muss sich auch ein bisschen was danach sozusagen gönnen und geben, dass man einfach Sachen macht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr proaktives Lernen sind, aber man es einfach als Entspannung braucht. Ob es jetzt ein Film schauen ist, ob man sich Zeit nimmt, irgendeine Serie zu schauen, ob man das vielleicht mit Essen verbindet. Ich habe keine Ahnung, da gibt es ganz viele Sachen, wo einfach, wenn man das macht, dass man einfach ein bisschen runterkommt, die Sachen gerne macht, auch wenn man weiß, dass sie jetzt in dem Sinn nicht direkt produktives Lernen sind und ich lerne da vielleicht jetzt nicht den Stoff für die Mathe-Matura, aber ich brauche ja noch ein bisschen Ausgleich und das ist ganz wichtig, dass man so eine gute Balance dazwischen schafft. Ja, also ich glaube, Teilziele setzen sind unheimlich wichtig, dass man einfach merkt, wie groß ist diese Thematik, mit der ich zu tun habe, diese dann zu überprüfen und dann natürlich auch zu feiern.